So, wie war das nochmal? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen und ja, da verließen sie ihn auch schon. Aber weil das letzte Woche so schön war und weil ich die beiden so mag, deshalb hier nochmal unsere zwei Fachleute für kindgerechte Gebrauchslyrik oder wie der Asiate sagt, Konfuzius sagt. Bitteschön. Konfuzius sagt. Das ist der Daumen. Der schüttet die Pflaumen. Der hebt sie auf. Der bringt sie nach Haus. Dieser kleine Schlingen ist aller auf. So, jetzt haben wir es wieder. Aber kann man mit diesen fünf Fingern vielleicht auch noch was anderes anfangen und an jedem Einzelnen noch etwas ganz Besonderes erklären und feste machen? Das sehen wir gleich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr zu einer neuen Woche Lebenszeichen DIY. Believe it yourself, klug ist, wer selber glaubt. Unser Angebot für die Halbzeitpause, für das Wartezimmer, die Supermarktkasse und die Bushaltestelle. Mein Name ist Dirk Schuklert, ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde und freue mich, dass ihr da seid. In der Technik begleitet uns wieder der umtriebige Frank und er nimmt uns mit auf unserem Globus an Orte, an denen er schon mal war. Frank, wo geht's denn heute hin? La Paz in Bolivien. Ernsthaft? Du warst schon in Bolivien? Oh, da konnte man mit Boeing 727 noch rumfliegen. Wunderbar. Ah, sehr schön. Ich freue mich auf jeden weiteren Ort, den du uns zeigst. Jedem von euch wünsche ich, dass ihm schon mal die Erfahrung des Momentes geschenkt wurde, in dem ein Baby mit seinem Greifreflex, zum Beispiel mit seiner ganzen kleinen Hand einmal einen eurer Finger umgriffen hat. Und dann haben wir anerkennend genickt und gesagt, och, hat aber ganz schön Kraft, die Kleine. So, wie wir das jetzt zum Beispiel auf diesem Bild sehen. Und das können die sogar im Schlaf. Manchmal brauchen wir halt etwas, an dem wir uns festhalten können. Und zwar mit ganzer Kraft. So schön das ist, wenn man im Glauben immer gesagt bekommt, da wird man aufgefangen und gehalten und getragen und wie auch immer. Manchmal möchte man zupacken, möchte man was Handfestes haben, etwas, was man begreifen kann. Und davon spricht unser biblisches Wort für den heutigen Tag. Da heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2, haltet fest am Gebet, wachen Sinnes und voller Dankbarkeit. Hände. Hier sind meine beiden, sind wichtig. Und deshalb gibt es seit 2009, jeweils am 5. Mai, den Internationalen Tag der Händehygiene. Und seit wir irgendwie durch diese Pandemie durch müssen und mussten, hat das Händewaschen und Reinigen ja nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Himmlische Zeiten für alle Zwangsneurotiker mit Waschzwang. Habe ich Neurotiker gesagt? Du meine Güte. Hoffentlich wird uns die Händereinigung als Ritual auch über diese Zeiten hinaus begleiten. Schaden würde uns das nicht. Eine besondere Beziehung gibt es ja auch zwischen den Händen und dem Gebet. Was machst du mit deinen Händen beim Gebet? Falten, zusammenlegen, heben, bewegen? Was ist deins? Oder vielleicht sogar ein Kreuz schlagen? Was mit den Gesten beginnt, wo wir nie so genau wissen, was passt denn jetzt möglicherweise gerade, setzt sich ja bei den Worten weiter fort. Manchmal ist das Gebet ganz schön schwierig. Da fehlen uns die Worte, wir wissen nicht, wie wir anfangen sollen, wir wissen schon gar nicht, womit wir aufhören sollen. Dies ist eine gute Gelegenheit, mal was für die Ökumene zu tun und meinem Kollegen, dem Bischof von Rom, also Franziskus I., für eine echt gute Gebetsidee zu danken, die er vor einigen Jahren mal auf dem Weltjugendtag vorgestellt hat. Er nahm also seine Hand und gab den einzelnen Fingern eine Gebetsbedeutung. Und zwar wie folgt. Mit dem Daumen, der mir am nächsten ist, bete ich, Gott gib den Menschen, die ich liebe, Gesundheit der Seele und des Leibes.
Mit dem Zeigefinger, mit dem mir Menschen etwas zeigen oder denen ich etwas zeige, bete ich, Gott begleite diejenigen mit seiner Weisheit, die dazu berufen sind, anderen etwas beizubringen, sie zu begleiten und ihren Körper und ihre Seele zu heilen. Mit dem längsten und kräftigsten und uns bekanntesten Finger in der Mitte bete ich, Gott erleuchte diejenigen mit deiner Weisheit, die das Schicksal unserer Länder in den Händen halten und Verantwortung für andere tragen. Mit dem Ringfinger, der ja bekanntlich der schwächste ist, daher kommt ja auch der Satz bei einem anderen schwach werden, bete ich, Gott gib deinen Zuspruch all denjenigen, die krank sind, leiden oder die in großer Not sind. Lass sie deine Nähe und deinen Trost spüren. Und mit dem kleinen Finger denke ich an mich und bete, alles, was ich habe, Gott, ist dein. Mach daraus, was du für richtig ansiehst. Nur lass mir deine Liebe und deine Gnade zuteil werden, dann werde ich reich und das reicht mir. Mit dieser Fünf-Finger-Regel, mit der Gott mir seine ganze Hand reicht, in die ich einschlagen darf, habe ich jetzt jederzeit mit wachem Sinn und Dankbarkeit überall eine kleine Anleitung zum Gebet. Im Wartezimmer beim Arzt, im Stau auf der Autobahn, an der Supermarktkasse oder eben, wie gesagt, in der Halbzeitpause, in der Schulpause oder beim Warten auf den Bus. Ich kann jederzeit die Gelegenheit ergreifen an Gott, an die Menschen um mich herum, die mir auf dem Herzen liegen, die mir wichtig sind und für mich selbst zu beten. Nee, höre ich jetzt den einen oder anderen sagen, das ist mir mal zu traditionell kirchlich. Gibt es da nicht auch noch was DIYiges, das mir sprachlich näher liegt und ein bisschen alltagstauglicher ist? Ja, gibt's auch. Und da wird auch der Mittelfinger in der landläufigen Bedeutung wieder ernst genommen und das sehen wir uns jetzt einmal an. Ich hoffe, du konntest dir das merken und hast jetzt eine Möglichkeit, betend durch den Tag zu greifen, sozusagen. Aufgabe des Tages. Probiere die Fünf-Finger-Regel heute einfach mal an einem nicht-kirchlichen Ort und nicht bei dir zu Hause aus. Üben darfst du dann natürlich, aber dann mal ausprobieren, wenn du unterwegs bist. So, das war es auch schon. Neben allen anderen Social-Media-Kanälen, auf denen ihr euch austauschen könnt, könnt ihr mir auch was schreiben. E-Mail-Adresse ist eingeblendet, schuklat@mlkg.de. Bleibt aufmerksam, passt auf euch auf. Gott tut es auch. Mein Name ist Dirk Schuklat. Dies ist DIY, Martin-Luther-Kirchengemeinde, Witten an der Ruhr. Ich freue mich auf morgen. Tschüss. Anna.